Wertschätzung und Gesundheit. Wie können wir mit Wertschätzung ein Gesundheitsproblem zum Beispiel begegnen? Wir sind oft fixiert, natürlich das Minus zu sehen und nicht den Plus. Und wenn wir eine Wertschätzung machen von das, was wir gerade durchgehen, entdecken wir plötzlich Seiten, Möglichkeiten, Lösungen und erkennen wir das Ganze. Wir möchten mit Online-Seminaren, Workshop, Kongresse, Konferenzen diese Forschung weiterführen und laden alle ein, mit dabei zu sein.